Er ist wieder da in seiner alten Heimat, hier, wo seine Profikarriere begonnen hat. Der Ex-Aachener Louis Holtby ist nach wie vor beliebt. Er hat für Freunde und Familie aus der Region 60 Eintrittskarten geordert. Eine vielbeachtete Rückkehr der Zaubermaus vor 25.000 Zuschauern. Der Tivoli bietet Kulissenzauber beim Pokalduell 10. der zweiten Liga gegen den 1. der ersten Liga. Alemannia Aachen in Leuchtgelb, Mainz 05 in Rot-Weiß, von rechts nach links. Svensson. Dann Ivancic. André Schürrle. Louis Holtby direkt und wieder Ivancic. 21 Minuten gespielt, erste Torchance des Spiels. Andreas Ivancic, der heute zentral spielt, dafür Holtby über links, kein Abseits. Der Österreicher, ja Siegtorschütze am Sonntag in Leverkusen nach seiner Einwechslung. Heute in Aachen in der Startelf und mit der ersten guten Gelegenheit. Aachen seit 5 Ligaspielen ungeschlagen im Aufwind. Eine junge, dynamische und technisch starke Mannschaft. Langer Ball. Fehler Kahan und der Mann mit der 7. Mit einem Heber, Zoltán Stieber mit 4 Toren und 5 Vorlagen, der Topscorer der zweiten Liga. Nach rund 25 Minuten nimmt das Spiel Fahrt auf, auch weil Aachen jetzt mehr riskiert. Ballverlust Holtby, Udo Dak. Zu Arslan. Jetzt müsste der Ball links raus und da kommt er. Ball kommt zu Stieber, beste Alemanne in der Anfangsphase und dann ist der Ball drin. Benjamin Auer, der Ex-Mainzer, trifft zum 1:0, 25. Minute. Von 2002 bis 2006 kickte er am Bruchweg für die 05er. Im Duell gegen seinen ehemaligen Verein nutzt er die Hereingabe von Stieber, kein Abseits. Die rechte Mainzer Abwehrseite, ein großer Schwachpunkt. Klasse Timing von Stieber, der den Kapitän Auer optimal bedient. Die junge Tivoli-Truppe führt gegen das Top-Team der ersten Liga. Auer, was für eine Story im Duell gegen seine alten Kollegen. Der Tabellenführer der Bundesliga nach dem Rückstand sofort aggressiver. Das Mainzer Mittelfeld versucht jetzt mehr Gegnerdruck aufzubauen. Guter Einsatz von Ivancic. Pass zu Alagui. Alagui. Tor. Denkste, der Treffer zählt nicht. Schiedsrichter Gagelmann und Assistent Glindemann entscheiden. Kein Tor. Doch im Moment der Ballabgabe ist der Mainzer Stürmer nicht im strafbaren Abseits. Klar zu sehen. Fehlentscheidung. Ganz, ganz bitter für das Team von Thomas Tuchel, der mehr als bedient ist. 2 Minuten noch bis zur Halbzeit. Aachen mit einem ähnlichen Spielsystem wie Mainz. Frühes Attackieren, hohe Laufbereitschaft und viel Leidenschaft. 2 Mann bekämpfen Soto. Kratzt dazwischen zu Auer. Wieder Auer. Fast sein zweites Tor in diesem Spiel. Mainz weit entfernt von der spielerischen Abenteuerlust in der Liga und mit großen Problemen in der Rückwärtsbewegung. Aachen führt zur Pause mit 1:0 und Gegner Mainz wechselt. Und Achtung, Louis Holtby muss raus und weiß anscheinend selber nicht, warum. Bitter für den Ex-Aachener, der sich so viel vorgenommen hatte, vielleicht zu viel. Holtby draußen, dafür kommt Marcel Risse. Er ist und bleibt ein Freund der Rotation. Tuchel nimmt keine Rücksicht auf Namen. Die zweite Halbzeit beginnt, wie die erste aufgehört hat. Mit stürmischen Aachenern. Klasse Kombinationsspiel. Immer wieder über die Außenpositionen spielend, gute Spielverlagerung. Taktisch glänzend auf den Gegner eingestellt. Mirko Kasper über rechts und in der Mitte der beste Mann auf dem Feld. Wieder Stieber. Klasse Direktabnahme, die Christian Wettklo im Mainzer Tor alles abverlangt. Der hätte gepasst. Was für eine Chance. Respekt Aachen, der 10. der zweiten Liga, besser als der Tabellenplatz aussagt. Peter Hyballa mit 34 Jahren Deutschlands jüngster Profitrainer.
ersetzt, ähnlich wie der jüngste Coach der ersten Liga, Thomas Tuchel, auf schnörkellosen Offensivfußball und auf Jugendstil. Wer gedacht hat, Mainz würde nun im zweiten Durchgang mutiger, der sah sich getäuscht. Stattdessen Aachen, die nächste Chance. Viel Tempo und hoher Einsatz. Erneut der überragende Stieber nach Fehler Noweski. Ganz, ganz viel Glück für Mainz. Unfassbar, was da in der Mainzer Hintermannschaft los ist. In der Liga Top, im Pokal, mit einem Aussetzer nach dem anderen. Aachen ganz, ganz nah dran am zweiten Treffer. Eine Stunde gespielt. Ecke, Aachen, Stieber. Kahan, wieder ein Fehler. Völlig indisponiert heute. Und dann das. Ein Wahnsinnstor. Marco Höger, eines von ganz vielen Talenten bei der Alemannia, die heute aufopferungsvoll kämpft und zu Recht führt. 2-0, 60. Minute. Und was für ein Zaubertor. Hier der Fehler von Kahan und dann Höger. Der gebürtige Kölner sagt Alaf und zimmert das Ding rein. Unhaltbar für Wetklo. Ohne Polanski fehlt jegliche Absicherung in der Gefahrenzone. Die Alemannia liefert ein Spitzenspiel und Höger gelingt ein Kunstschuss. Ein Pokalabend am Tivoli, wie es ihn lange nicht gegeben hat. Nur zwei Minuten nach dem 2-0. Wieder Aachen, die pausenlos die Zweikämpfe annehmen, die Aachener. Der eingewechselte Risse kommt zu spät. Die nächste Chance für den Zweitligisten Stieber, der Ungar, an allen Offensivaktionen beteiligt. Was ist nur mit Mainz los? Die Überflieger der Bundesliga-Saison werden hier in Aachen durch den Schleudergang gejagt. Ausnahmsweise mal Risse und dann Scholloi, der kurz zuvor eingewechselt wurde. Wieder ein Joker-Tor der Mainzer. Nur noch 2-1. 68 Minuten vorbei. Geht da noch was bei den Mainzern? Die Flanke kommt von Risse, kein Abseits. Und den Rest erledigt der Ungar. Ein Prachtkopfball. Aachen mit ganz wenigen Defiziten im Abwehrzentrum. Die Tuchel-Truppe trotz schlechter Leistung plötzlich wieder im Spiel. Bislang kein Offensivfußball mit Verwöhnaroma. Der Treffer, wie es so schön heißt, aus dem Nichts heraus. 10 Minuten noch, Schlussphase. 25.000 wittern eine Überraschung. Gelingt den Aachenern die Sensation. Körpersprache und Offensivdrang sprechen dafür. Wetklo aus dem Kasten, er verliert den Ball. Dicker Schnitzer und dann Gouye. Die Alemannia nun mit Konterspiel im eigenen Stadion und fast mit dem dritten Treffer. Auflösungserscheinungen in der 05er Defensive. Die Alemannia mit Hochgeschwindigkeitsfußball und Mainz läuft planlos in die Gegenangriffe rein. Junglas, ist das die Entscheidung? Nein. Dann Hektik in den Schlussminuten. Thomas Tuchel legt sich mit den Unparteiischen an und muss den Innenraum verlassen. Platzverweis für den allzu stark reklamierenden Mainzer Coach. Die letzten Sekunden. Nochmal Mainz. Aber wieder nix. Die 05er verlieren die Nerven und das Spiel. Schluss, aus, vorbei. Mainz auf 1 in der Liga und nun raus aus dem Pokal und Aachen ist in der nächsten Runde. Peter Hüballa und seine Superbubis besiegen den Favoriten Tuchel noch mit deftigen Worten in Richtung vierten Mann Thorsten Schrieber. Der neue Tivoli nach Schlusspfiff, eine einzige Partyhochburg. Nach einem riesen Pokalspektakel. Der Zweitligist als Unterhaltungsbetrieb erster Klasse. Auf der Euphorieskala von 1 bis 10 liegt Aachen heute bei 11 und Mainz bei 0. Die Stimmen zum Spiel mit Gerrit Schnarr. Gegen Ex-Verein ein Tor zu schießen, ist immer eine schöne Geschichte. Ich glaube, ja, es war heute ein sehr, sehr toller Tag für den Verein, für die Spieler und auch für die Zuschauer. Von daher war es ein sehr, sehr gelungenes Event heute. Warum war Aachen heute besser als Mainz?
Ja, ich glaube, wir haben es von der ersten Minute sehr, sehr gut gemacht. Wir haben früh attackiert, waren taktisch sehr gut gestanden, haben uns Chancen rausgearbeitet. Vielleicht haben uns die Mainzer oder haben uns vielleicht zu leicht gesehen als Gegner. Waren vielleicht schon mit den Gedanken in Dortmund. Damit haben wir ein bisschen spekuliert vor dem Spiel. Und ja, zum Glück ist es so eingetroffen. Gut, Mainz 05 kannst du nie ganz ausschalten. Die haben einfach so gute Flügelspieler und so in der Schnelligkeit, dass wir es nach hinten ein bisschen korrigieren mussten ab und zu. Wir haben versucht, offensiv zu verteidigen. Also so ein bisschen so spielen wie Mainz 05. Weil ich glaube, das Schlimmste, was du gegen den Gegner machen kannst, ist einfach nur nach hinten laufen. Dann kriegen die Räume über 10, 12 Meter, wo sie reindribbeln können mit ihren schnellen Spitzen. Und das haben wir versucht, 90 Minuten zu machen und wir haben es durchgehalten. Das ist natürlich ein super Spiel für uns. Ich meine, wir sind Zweitligist, Mainz Erstligist. Ein Spiel ist verloren diese Saison, jetzt das zweite. Für uns ist natürlich mit Rückenwind vor so einem super Publikum, ist natürlich dann einfach zu spielen. Was passiert jetzt noch heute Abend? Heute haben noch keinen Plan gemacht, aber es passiert was. André Schüle, in der Liga läuft es traumhaft, im Pokal heute Abend eher albtraumhaft. Woran lag's? Ja, schwer zu sagen, jetzt kurz nach der Niederlage, aber ja, die Alemannia hat, gerade in der ersten Halbzeit haben sie uns sehr gut zugestellt, haben sind früh draufgegangen, aber ja, normalerweise, wir waren darauf eingestellt, wir wussten, dass es hier so abgeht und ja, haben wenig Mittel einfach gefunden, waren ein bisschen träge und ja, so kann man hier am Tabellenplatz gewinnen. Also die Gefahr, den Zweitligisten zu unterschätzen, gab es nicht? Nein, auf keinen Fall. Wir haben uns genauso vorbereitet wie auf jedes Bundesligaspiel, waren genauso heiß und ja, es ist schwer zu sagen jetzt einfach, was gefehlt hat, so kurz nach der Niederlage. Großes Gefühlstheater im Tivoli. Peter Hyballa und seine Jungspunde schlagen Mainz und rocken den Pokalwettbewerb. Tja, erstmal Glückwunsch nach Aachen. Jetzt ist der neue Tivoli so richtig eingeweiht. Mainz 05 hat in der Liga in Wolfsburg, in Bremen, bei den Bayern und in Leverkusen gewonnen. Aber so ist Pokal in Aachen verloren. Thomas Tuchel bei Gerrit Schnarr. Thomas Tuchel, welchen Teil des Matchplans hat die Mannschaft heute möglicherweise nicht so umgesetzt, wie Sie sich das vorgestellt haben? Immer mal drin, in Rückstand zu gehen in Aachen durch einen leichtfertigen Ballverlust und dann ein Umschaltverhalten, das nicht so gut ist, wie man es dann hätte verhindern können. Dann haben wir einen Ausgleich erzielt, der regulär war, der Schiedsrichter was dagegen, haben uns dann große Chancen rausgespielt in der ersten Halbzeit. Haben die nicht genutzt, okay, dann wenn du dann 0-2 in Rückstand gehst, wird es schwer. Haben dann die Klarheit vermissen lassen im Passspiel und die Klarheit im Positionsspiel und konnten so eigentlich nie so richtig Druck aufbauen, um es dann auch nochmal zu erzwingen. Unterm Strich haben wir nicht so frisch gewirkt. Das Gefühl, wir hätten vielleicht noch ein paar mehr wechseln müssen, um noch mehr Frische auf dem Platz zu haben. Aber okay, es war sehr anstrengend. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich.